reden wir mal über das Thema Sicherheit in Mexiko. Wir fassen euch jetzt mal zusammen, wie so unsere Eindrücke sind, wie unsere Zusammenstöße mit der Polizei bisher verlaufen sind, wie ich es auch empfand, als Frau mal allein in Mexiko unterwegs zu sein und wie wir die Sicherheitslage allgemein so wahrgenommen haben. Wir waren ja jetzt schon über 2 Monate hier in Mexiko, also wir haben einiges gesehen. Wir sind in Yucatan rumgekommen, wohlgemerkt nur in Yucatan, weil wir einfach gar keine Zeit hatten, den Rest von Mexiko zu erkunden. Zwar hätte unser Visum noch weitere 4 Monate, aber wenn wir uns in jedem Land unsere 180 Tage, 90 Tage oder auch 30 Tage aufhalten würden, würde die Weltreise unser ganzes Leben dauern. Daher haben wir uns jetzt einfach auf Yucatan begrenzt, haben hier Merida, haben wir Progreso, haben hier Valladolid, haben hier Tulum, Playa del Carmen, Cancun, jetzt gerade in Bacalar. Also wir sind wirklich gut rumgekommen, waren auch viel unterwegs, waren mit Leihwagen unterwegs, sind mit dem Bus gefahren, sind also wirklich einmal quer durch Yucatan und haben, glaube ich, jetzt ein ganz gutes Gefühl dafür entwickeln können, wie in Yucatan die Sicherheitslage im Allgemeinen ist. Ich war auch ein paar Mal alleine unterwegs, wenn Max krank war oder auch um mein Handy noch in Playa del Carmen abzuholen, das leider nicht mit uns weitergereist ist und dann bei unserem Airbnb liegen blieb. Ich muss sagen, generell habe ich mich jetzt als Frau hier nicht unwohl gefühlt. Mexiko ist laut Internet eins der Länder mit den meisten Übergriffen auf Frauen. Davon habe ich nichts gemerkt. Es war eher das Gegenteil der Fall, dass ich das Gefühl hatte, dass die Leute freundlicher sind und noch mehr auf mich achten, wenn ich alleine unterwegs war. Es gab zum Beispiel diesen einen Tag, wo ich in Merida alleine zur Schule gelaufen bin. Weil ich arbeiten musste. Wo ich einfach von jedem gegrüßt wurde. Die Leute waren super nett und dann musste ich über die Straße gehen. Es war nicht mal eine große Straße und es kam genau ein Auto und dahinter nichts mehr. Und ich habe halt gewartet, dass dieses Auto vorbeifährt. Und dieses Auto hat angehalten, um mich über die Straße drüber zu winken, damit ich sicher über die Straße komme. Das war schon so ein Aha-Erlebnis. Ich glaube, das passiert einem in München nicht. Also da ist, oder die Nächstenliebe Mexiko gegenüber den Menschen untereinander ist wesentlich größer als jetzt man in Deutschland erleben kann. Ja? Hier lebt, in Deutschland lebt jeder für sich, jeder macht sein Ding und hier hält man irgendwie zusammen. Hier ist man Mexikaner, hier ist man stolz drauf, Mexikaner zu sein und man zeigt sich auch den Touristen sehr positiv. Das fanden wir eigentlich als sehr angenehm. Ich hatte auch nie das Gefühl, dass man als Frau irgendwie, wie man es vielleicht in arabischen Ländern oder in islamischen Ländern kennt, nicht so für voll genommen wird und die Leute dann quasi einen ignorieren und dann mit dem Mann an der Seite sprechen. Überhaupt nicht. Also ich wurde als volle Gesprächspartnerin wahrgenommen, soweit ich das mitbekommen habe. Insofern muss ich sagen, hätte ich jetzt in Mexiko auch kein Problem als Frau alleine zu reisen. Mal abgesehen von den Dingen, die ich auch in Deutschland nicht machen würde, wie nachts alleine irgendwie durch irgendwelche abgelegenen Straßen zu laufen oder sowas. Allgemein ist die Sicherheitslage in Mexiko ja oft in den Medien immer sehr negativ dargestellt. Das liegt wahrscheinlich auch daran, dass Mexiko das Verbindungsland zwischen Südamerika und den USA ist. USA ist ein Hauptmarkt für Drogen und die werden natürlich in Südamerika oder in Mexiko hergestellt und werden dann quasi nach Nordamerika transportiert. Das bedeutet, dass einfach Mexiko als Transitland für Drogen natürlich eine ganz andere Stellung einnimmt und natürlich auch eine gewisse Drogenkriminalität, eine Bandenkriminalität hat, die jetzt natürlich Deutschland oder in Europa gar nicht so vorhanden ist, weil wir einfach kein Drogenkonsum oder kein Drogenproduktionsland sind. Und daher ist halt auch die Kriminalitätsrate natürlich an den Grenzen zu den USA hin, um Mexico City, also die Hauptdrogenrouten, die sich durch Mexiko ziehen, natürlich schon höher. Allerdings wird man als Tourist eigentlich gar nicht in Berührung damit kommen. Wir haben wirklich Yucatan quer, kreuz und quer, wie vorher schon gesagt, bereist und wir wurden nur 2-mal wegen Drogen angesprochen. Das passiert mir in München am Hauptbahnhof öfter. Wenn ich mich als Tourist da natürlich in eine solche Situation begebe, wo ich den Drogen oder aktiv auf Drogensuche bin, habe ich natürlich auch die Berührungspunkte mit den Drogenkartellen, mit der Kriminalität. Begebe ich mich als Tourist aber ganz normal zum Feiern, würde ich sagen, läuft es hier weitaus friedlicher ab als in Deutschland. Hier wird weniger gepöbelt, hier wird weniger gestritten, hier wird weniger geschlägert auf den Straßen. Also haben wir nie mitbekommen in den 2 Monaten. Wenn ich in München einmal weggegangen bin, vor jedem Club hauen sich irgendwelche Leute die Klappe ein, was einfach sehr unschön ist. Also hier zählt Nächstenliebe wirklich sehr viel.
Das hat man auch daran gemerkt, als ich in Merid einmal einen Stromzähler gesucht habe, weil wir einen Stromausfall hatten in unserer Unterkunft. Und ich bin halt ums Haus, habe irgendwie den Stromzähler gesucht, weil die sind ja alle außen angebracht. Und es hat keine Minute gedauert, da wurde ich angesprochen, hey, was suchst du? Und wäre das in Deutschland passiert, hätte man wahrscheinlich eher die Polizei gerufen, weil jemand dachte, ich will irgendwas ausrauben oder ähnliches. Und hier sind die Leute einfach offen und helfen dir. Und das muss man einfach wirklich in Mexiko, besonders Yucatan, sehr hochhalten, dass es einfach ein sehr menschenfreundliches und offenes Land ist. Mhm. Auch Cancun, weil wir das Thema vorhin hatten, es ist ein bisschen in die Medien geraten in den letzten Jahren, dass da die Drogenkriminalität zugenommen hat. Cancun muss man sich vorstellen, es gibt diese Hotelzone, die außen an der Küste ist. Dann gibt es so einen Innenstadtbereich, wo man vielleicht als Tourist auch noch hinkommt. Das sind gerade die großen Malls, das sind viele Restaurants. Und dann gibt es in Cancun einen sehr großen Bereich abseits der Küste. Da sind hauptsächlich Wohnhäuser, da leben Einheimische. Das Industriegebiet ist, auch, ja. Also. Das ist nicht touristisch, da gibt es auch nichts zu sehen. Also es gäbe eigentlich keinen Grund, sich da als Tourist hinzuverlaufen. Und die meisten Vorfälle, die es in Cancun gab, waren in diesem hinteren Bereich, wo man als Tourist normalerweise nicht hinkommt. Auch wenn man da hinkommen wollen würde, müsste man erstmal zweimal mit dem Bus umsteigen oder ähnliches. Also man kann nicht so, ich gehe jetzt in den Industriegebiet, weil ich habe da einfach nichts verloren als Tourist. Ich brauche da auch nichts. Aber die mexikanische Regierung ist auch sehr bemüht, dass solche Vorfälle die Touristen auch nicht behelligen. Entsprechend war dann auch sehr, sehr, sehr viel Polizei vor Ort, als wir in Cancun waren. Und es wird nicht nur in Cancun, ja, überall. Ja, aber in Cancun war es schon am stärksten. Als wir in Cancun ankamen, waren wir schon etwas verwundert, weil einfach die Polizeipräsenz so intensiv war. In Deutschland kennt man ja, da haben sie die Walther P9, die kleinen Handfeuerwaffen, und hier laufen sie mit vollautomatischen Waffen rum und Pumpguns. Alle schusssicheren Westen. Also ich würde sagen, dass die Polizei hier so ausgestattet ist wie das deutsche Militär. Ja. Und daran sieht man halt auch, dass es zwar ein Sicherheitsproblem gibt, aber es aktiv bearbeitet wird. Ihr müsst euch aber dann entsprechend schon darauf einstellen, wenn ihr in Mexiko unterwegs seid, dass euch vielleicht die Polizei mal rauszieht, dass immer irgendwo Polizei sein wird. Ob ihr am Strand seid, ob ihr im Hotel seid, ob ihr auf den Straßen unterwegs seid. Es ist eine wahnsinnig hohe Präsenz da. Die haben riesen Waffen. Es schaut am Anfang extremst erschreckend aus. Und ich war am Anfang auch sehr abgeschreckt, als wir dann zum Beispiel am Strand unterwegs waren. Und da lief dann einfach ein Typ mit einer riesen Waffe hinter uns her. War es eine Pumpgun? Ich kenne mich da nicht aus. Hat für mich am Anfang diesen Strandspaziergang extremst gruselig gestaltet. Aber die Polizisten waren dann eigentlich durch die Bank sehr entspannt, sehr freundlich zu uns, und man gewöhnt sich dann irgendwann einfach auch daran, dass die überall sind. Man merkt auch daran, dass die Regierung sehr bemüht ist, die Sicherheit im Land zu verstärken, weil auch sehr viel Polizei, unterschiedliche Polizei präsent ist. Ja. Es gibt die Touristenpolizei, die ist quasi für uns verantwortlich oder für jeden Touristen. Die sprechen ja auch im Regelfall wesentlich besser Englisch als die normalen Polizisten. Dann gibt es die städtische Polizei, die ist für die innerstädtischen Sachen verantwortlich. Dann gibt es die staatliche Polizei, die ist zum Beispiel auf den Autobahnen unterwegs. Dann gibt es die Militärpolizei, die ist dann quasi bei so größeren Einsätzen, bei Drogenrazzien etc. Sind die dann aktiv. Dann gibt es noch die Marina, die findet man hauptsächlich am Strand, in Badeorten, also alles, wo irgendwie Wasser in Berührung ist. Die entsprechend dann auch die Schiffe haben. Genau, und dann gibt es noch die Transitpolizei, das ist quasi die straßenregelnde Polizei, die quasi den Verkehr durchwinken, die quasi Straßensperren machen und ähnliches. Also man sieht schon anhand dieser Aufteilung, dass Mexiko daran arbeitet, sicherer zu werden. Gegenüber dem Tourismus, glaube ich, haben sie es auch, sag ich mal, weitgehend geschafft, weil man sich sicher fühlt. Ich habe mich in keinem Moment unsicher gefühlt, eher zu sicher. Also ich fühle mich hier pudelwohl. Ja? Das merkt man, glaube ich, auch daran, dass es einfach hier, sag ich mal, die Leute sind freundlich. Ja? Die reden mit dir. Klar, über den Tisch gezogen kannst du überall werden. Auch Taschendiebstahl gibt es überall auf der Welt. Aber ich würde nicht sagen, dass jetzt Yucatan insbesondere ein Brennpunkt dafür ist. Es ist sogar so, dass ich mich hier besser nachts bewegen kann als in München in der Clubszene, weil einfach die Leute Nächstenliebe haben. Ja? Die wollen mit dir sprechen, die wollen mit dir kommunizieren, die wollen dir ein Lächeln schenken. Das passiert in Deutschland nicht. Dann hört man noch ganz oft von der korrupten Polizei in Mexiko. Wir haben euch jetzt schon gesagt, dass wir sie eigentlich immer sehr positive Erfahrungen mit ihr gemacht haben. Wir haben euch ja jetzt schon gesagt, dass unsere Erfahrungen damit recht positiv waren. Jetzt mal ein paar Erfahrungen im Speziellen.
Unsere Erfahrungen mit der Polizei waren durchweg positiv und wir hatten auch ein paar nähere Begegnungen mit ihr. Die erste wirklich große Begegnung, die war in Mérida. Die Zufahrtsstraßen von Mérida werden alle von der Polizei rund um die Uhr kontrolliert. Die stehen da einfach an den Seitenstreifen und ziehen gelegentlich Autos raus, so auch uns. Bei der Durchsuchung des Autos durfte der Autofahrer, also unser Fahrer, durfte zugucken. Das heißt, er hatte die ganze Zeit den Polizisten im Blick, was der macht. Und der Polizist hat auch sehr viel Wert darauf gelegt, dass wir eben sehen, dass uns nichts untergeschoben wird, dass wir da im Zweifelsfall nichts behaupten können. Sie waren sehr freundlich, sie konnten allerdings kein Englisch und wir haben uns mit Google Translator unterhalten. Das hat sehr gut funktioniert, sie waren da auch sehr geduldig, wenn wir es irgendwie nicht verstanden haben, was sie jetzt gerade von uns wollen. Wir hatten auch die Sache, dass wir unsere Pässe nicht dabei hatten, unsere Reisepässe nicht, entsprechend auch die Tourismuskarten nicht, obwohl es dafür eigentlich eine Mitführungspflicht gibt. Und wir hatten dann nach dem, was wir vorher gehört hatten, schon irgendwie erwartet, dass sie sagen, ja, dafür, dass wir euch weiterfahren lassen, brummen wir euch jetzt noch eine Strafe auf oder ihr müsst irgendwie Schmiergeld zahlen. Weil wir eben die Reisepässe nicht dabei hatten. Genau. Weil wir waren in einer Zenote beim Baden und da nimmt man halt die Reisepässe nicht mit. Weil die Wahrscheinlichkeit, dass sie dort irgendwie abhanden kommen, wesentlich größer sind als im Hotel. Kannst du ja nirgendwo was absperren, dass meine Tasche abhanden kommt. Das kann dir halt überall passieren. Hatten wir aber gar kein Problem mit. Also Max hatte seinen Personalausweis dabei. Unser Fahrer lebt in den USA, hatte nur seinen amerikanischen Führerschein dabei. Sie haben uns darauf hingewiesen, dass wir normalerweise die Karten mitnehmen müssen, nachdem wir aber super kooperativ waren und freundlich und uns jetzt irgendwie nicht irgendwie ein Drama draus gemacht haben, dass sie da unsere Auto durchsuchen, haben sie uns dann einfach fahren lassen, haben den Verkehr angehalten und gesagt, okay, fahrt weiter. Und es war dann auch sehr sympathisch, wie sie uns fahren haben lassen. Ja, sie haben uns dann gelächelt, alles war cool. Also keine Spur von Korruption. Ich würde sagen, das war ein sehr positives Erlebnis. Wenn ich so in eine deutsche Autokontrolle kommen würde und nicht Fahrzeugschein, Führerschein, bitte steigen Sie nicht aus. Das ist wesentlich unsympathischer als das, was hier stattgefunden hat. Ja, es waren 6 schwer bewaffnete Polizisten um unser Auto, aber diese 6 schwer bewaffneten Polizisten waren sympathisch und nett zu einem. Ja. Und das hat mir eigentlich schon sehr imponiert und ich hatte auch erst Angst, oh so, jetzt müssen wir zahlen, jetzt müssen wir irgendwie jeder 500 Peso zahlen, weil wir irgendwas verbrochen haben. Nichts. Definitiv nichts. War sehr positiv. Genau. Also wichtig ist natürlich, wenn ihr einen Leihwagen habt, dass ihr die Fahrzeugscheine und das Zeug dabei habt, dass ihr einen Führerschein dabei habt. Aber das ist jetzt nicht, dass sie wirklich alles suchen, wo sie euch Geld abkassieren können, weil das hätten sie in dem Fall machen können und das haben sie nicht gemacht. Wir hatten auch noch eine zweite recht nette Begegnung in Cancun. Dazu muss man sagen, Cancun hat ein bisschen einen schwierigen Straßenverkehr, weil es keine Fußgängerüberwege gibt, aber sehr viele Autos. Und wir standen dann da und haben gewartet, dass wir rüber können und auf der anderen Seite standen 2 Polizisten, haben sich unterhalten. Und auf einmal gucken die uns so ein bisschen musternd an und winken uns rüber. Wir gucken, es war gerade eine Lücke und gehen dann auf sie zu. Ich dachte schon, ich habe meine Flipflops falsch angezogen oder sowas. Man weiß es ja nicht. Ja, sie wollten dann aber überhaupt nichts von uns. Sie wollten uns nur zeigen, schaut mal, jetzt kommt gerade kein Auto, könnt über die Straße drüber gehen. Das war das Nächste, wo ich sehr positiv von der Polizei beeindruckt war. Das war einfach so nett und mitdenkend. So, du bist Tourist, du kennst dich hier nicht so aus, vielleicht hast du ein Problem, komm, ich helfe dir mal schnell. Dann hatten wir noch ein drittes Erlebnis. Also uns wurde in einem Hotel von einer anderen Touristin erzählt, ja, sie wären am ersten Tag feiern gewesen und dann wurde einer ihrer Kumpels gleich abgezogen und musste Schmiergeld zahlen, sonst wäre er verhaftet worden. Und wir haben dann ein bisschen nachgefragt, ja, was war denn da los? Und im Endeffekt kam dann einfach raus, sie haben ihn beim Wildbieseln erwischt. Und das ist in Cancun, genauso wie ungefähr überall auf der Welt, halt einfach nicht akzeptabel. Und hat halt ihm dann 30 Euro ungefähr gekostet. Genau. Was man, glaube ich, in Deutschland auch zahlt. Ähnlich oder ein bisschen mehr sogar. Ja. Also von daher, ja, Selbstschuld. Ja. Das hat nichts mit Korruption zu tun, sondern einfach mit anständig benehmen. Ich glaube auch nicht, dass der Polizist das Geld selber eingesteckt hat, sondern er hat einfach gesehen, da macht ein Tourist Scheiße und die müssen drauf achten, sonst ist irgendwann die ganze Stadt zugepinkelt und hat ihm halt einfach das Strafgeld aufgedrückt. Genau. Also es kommt immer auf die Sichtweise drauf an. Ja. Yucatan gehört ja zu den reicheren Gebieten. Natürlich sieht es jetzt nicht überall in Mexiko gleich aus. Es gibt natürlich Staaten mit mehr Kriminalität, wie vorher schon erwähnt, besonders in diesen Drogenrouten. Ich habe da auch einen Blogbeitrag geschrieben, den findet ihr dann auch da unten im Footer, wo ich nochmal quasi eine Statistik erarbeitet habe und auch eine öffentliche Statistik benutzt habe, um einfach mal zu zeigen, welche Bundesstaaten denn sicher zu bereisen sind. Natürlich, wenn ich jetzt, sage ich mal, Höhe Mexico City gehe, da wird es ärmer. Dort kann es dann auch zu Busüberfällen kommen, auch nachts werden Autos ausgeraubt mit Waffen an die Scheibe und dann muss man den Geldbeutel rausgeben. Sowas gibt es auch, ja. Allerdings nicht in Yucatan. Man kann sowas prinzipiell, glaube ich, nirgendwo ausschließen.
aber ich würde jetzt nicht unbedingt damit rechnen. Und man sieht auch an der Statistik, die ich auf der Homepage dann veröffentlicht habe, dass es wirklich, sage ich mal, die Staaten, die einfach zu USA hin relativ gefährlich sind im Vergleich zu Yucatan. Ein ehemaliger Arbeitskollege von mir, der aus Mexiko stammt, den hatte ich vorab befragt, was er so meint zu Mexiko. Und er hat gemeint, an sich soll es überhaupt kein Problem sein, aber reisen nicht oberhalb von Mexico City. Das war seine Empfehlung. Natürlich kann man auch Kleinkriminalität in Yucatan nicht ausschließen. Deshalb achtet einfach auf euer Zeug, geht mit dem Zeug so um, wie ihr es Deutschland auch machen würdet. Und dann sollte eigentlich auch nichts passieren. Ja. Ausschließen kann man es natürlich nicht, aber ich sag mal so, in dem Bereich, wenn man als Tourist nach Yucatan kommt, dort komplett durchquerreist, wird man wahrscheinlich nicht auf größere Probleme stoßen, weil es einfach, weil die Regierung auch sehr dahinter ist, dass das eine sichere Touristenregion ist, wo es auch für den Touristen einfach ist zu bereisen, ohne große irgendwelche gefährlichen Situationen zu kommen. Das merkt man einfach, wenn man hier ankommt, das spürt man auch, dass man einfach hier in guten Händen ist und dass hier wirklich sich sehr viel Mühe gegeben wird, dass es hier passt. Natürlich sind das jetzt nur unsere Erfahrungen. Das ist immer nur eine Einzelerfahrung. Wir können natürlich nicht alles wiedergeben. Aber wir waren jetzt doch 2 Monate hier. Also wir haben auch wie Einheimische hier gelebt. Wir haben den Alltag mitgelebt. Wir waren im Stadtbad, wir sind ins Fitnessstudio gegangen. Wir waren in Schulen, wir waren in Restaurants, wir waren in öffentlichen Einrichtungen. Also ich glaube, wir haben das Leben als Einheimische gelebt. Die Sache ist die, wenn man jetzt die Seiten vom Auswärtigen Amt liest, man bekommt den Eindruck, das ist hier der wilde Westen. Und das ist es definitiv nicht. Es ist eher Westen, aber nicht wild. Ja. Also lasst euch nicht verrückt machen, wenn ihr in Mexiko Urlaub machen wollt und jetzt nicht gerade eure Gucci Prada Tasche und Riesensachen überall liegen lasst, dann denke ich, könnt ihr das machen, ohne dass ihr viel Stress kriegt. Einfach an die Grundregeln halten. Ja. Nicht unbedingt mit den teuersten Sachen rumlaufen, einfach ein bisschen verdeckt halten, sich anständig benehmen und dann Viva la Mexico! Genießt den Urlaub und habt genauso viel Spaß in Mexiko wie wir. Ach so, und nicht vergessen, ihr könnt uns hier abonnieren und da weitere Videos angucken und die Fußzeile lohnt sich auf jeden Fall.